laden schon die Helikopter. Hätte nie gedacht, dass es das ist. Scheiße. Diese Feuerwehrmänner haben keine Ahnung, was jetzt kommt. Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ja, ich bin zusammen mit den anderen Chaos. Noch nicht. Wir halten die Augen offen und drehen unsere Runde. Ich erwartet, sie dort anzutreffen. Sie hat das ganze Grab über uns einstürzen lassen. Die macht ihm ganz schön zu schaffen. Apropos Croft, sie ist immer noch da draußen. Wollen die sie immer noch leben? Nicht mehr. Sie macht zu viel Ärger. Sie hätten sie töten sollen, als sie die Chance hatten. War recht nützlich. Uns hierher geführt, oder? Glaubst du, Trinity wollte sie infiltrieren? Es steht uns nicht zu spekulieren. Die Befehle sind klar. Bei Sichtkontakt erschießen wir sie. Konstantin unten in Syrien. Ja, sind wir zusammen mit den anderen ab? Noch nicht. Wir halten die Augen offen und drehen unsere Runden. Sie hat das ganze Grab über uns einstürzen lassen. Die macht ihm ganz schön zu schaffen. Apropos Croft, sie ist immer noch da. Wollen die sie immer noch leben? Mehr. Sie macht zu viel Ärger. Sie hätten sie töten sollen, als sie die Chance hatten. Sie war recht nützlich. Hat uns hierher geführt, oder? Glaubst du, Trinity wollte sie rekrutieren? Es steht uns nicht zu spekulieren. Die Befehle sind klar. Bei Sichtkontakt erschießen wir sie. Hey, hilf mir hier mal. Klar, einen Moment. Was ist los? Der verdammte Truck ist hin. Lass es gut sein. Wir nehmen sowieso nichts von dem Wissen mit, wenn wir abziehen.
Das sehe ich mir an. Zusammenbleiben. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. St. Peregrinus, Schutzpatron der Todkranken. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst.
Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Lara... Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange, und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und das hier hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Fügen Sie sich Gottes Willen! Wenn Sie hier predigen wollen! Jonah! Wir fahren mit der nächsten Phase der Operation fort. Bereitet um. Jemand ist hier! Halt! Oh!
zusammengetrieben werden und exekutiert sie. Wir werden sie nicht mitnehmen. Lara, ich glaube, ich habe deine Spuren gefunden. Ich wusste, dass du lebst. Es braucht mehr als 1000 Tonnen Eis und Schnee, um meinen kleinen Vogel auszuschalten. In den Wäldern passiert etwas Merkwürdiges. Und es ist nicht Trinity. Jemand anderes beobachtet mich aus den Bäumen. Ich hatte etwas Essen im Rucksack. Alte Energieriegel. Aber sie sind fast alle. Hab die letzte Nacht in einem toten Baum geschlafen und heute Morgen war da ein Geschenk für mich. Trockenfleisch und Beeren, eingewickelt in ein Hirschfell. Ich dachte erst, ich träume, aber hier ist jemand, der sich um mich kümmert. Ich hoffe, sie kümmern sich auch um dich. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Nicht. Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Ja! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Alle Einheiten kommen! Wir müssen uns um sie kümmern! Wir sind fast in Position. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden.
Position und haben Sichtkontakt. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Ziel erfasst. Sie ist hier. Vorsichtig vorgehen. Hier herrscht das pure Chaos. Wir werden sie kriegen. Die Befehle waren klar. Wir brauchen. Abwarten. Lass sie zu dir. Jemand ist hier! Jonah. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn.
Herr behütet dich. Mir ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern.
Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben.